Wälder. Und das Wetter ist mir gut gesonnen. Blick zurück. Wetter ist cool. Ich muss sagen, ich habe ein riesiges Schwein. Hier in Arnsdorf. So richtiges Wochenend-Feeling. Und Arnsdorf hat ja auch eine schöne Kirche. Sehr malerisch hier. So und so hat das mal früher ausgesehen. Wildnis pur. Ich bin gerade ein bisschen... Also es wird langsam dunkel. Das ist mein Weg. Und ich habe gerade eine Gruppe von Ökos getroffen, keine Ahnung. Die sahen alle ziemlich naturfreundlich aus. Ziemlich große Gruppe. Die waren da mitten in der Pampa. Ich war überrascht, dass die da waren. Und die haben gesagt, am schnellsten komme ich auf dem Weg raus zur Kürnitz. Ich habe mir sowas wieder einen Scheiß eingebrockt. Jedes Mal befahrbareren Wegen und bin hier auf das getroffen, gestoßen. Verbrannt. Ein D. So, was machen wir mit den Füßen? Wir müssen weiter. Keine 2 Minuten Gehweg. Übernachtet. Man sieht. Was jetzt für die Nacht? War schön trocken. Auf dem Rosenberg war, bin ich ja hier runter nach Kamenice. Dann bin ich jetzt hier hoch. Leder, Basaltgestein, moosbewachsen. Da ist der Rosenberg. Na klar, da ist es. Den habe ich gestern gesehen von der Ferne. So bekloppt ist man, dass man sein Fahrrad hierhin aufträgt. So, diese Fähre will ich jetzt gleich nehmen. Da ist er! Zirkelstein, I'm coming. Yes. Ja, hallo! Ich könnte mir fast vorstellen, das ist er. Da hinten sieht man Lilienstein. Alter, der Weg geht mich hier. Das Fahrrad gesattelt. Ja, Fahrrad gesattelt und hat eigentlich gedacht, ich nehme eine Abkürzung, aber irgendwie ist das nicht so wirklich das, was es sein sollte. Was echt krasses. Das sind so härtere Gesteins.